Hallöchen und willkommen zum nächsten Part von Spirits of Mystery 6, das Familiengeheimnis, was kein Geheimnis mehr ist. Und willkommen bei einem sehr schönen Rätsel oder Rätselrunden. Aber ich habe jetzt verstanden, wie es funktioniert. Also muss ich ins was Neutrales. Ich verstehe schon, wir müssen jetzt ins Blaue. Dann öffnet sich das hier nämlich. Gehen wir hier rein. Dann öffnet sich nämlich das hier. Dann gehen wir hier drin, dann öffnet sich was Neutrales. Das müssen wir jetzt auch irgendwie hinkriegen. Okay, kommt nicht jetzt hier rein. Und dann müssen wir schauen, dass das hier da reinkommt. So, dann haben wir hier Schießpulver. Und einmal ein Porträt. Mein Porträt. Natürlich wird jetzt wieder vermunkelt, wie sie ausschaut. Als wäre das jetzt so schlimm, mal zu sehen, wie die Hauptfigur ausschaut. Ja, ja, ja. Und er ist auch weg. Oder er ist mit Begleitung mit uns. Kann natürlich auch sein. Karte, dann müssen wir wieder hier hin. Oder können sogar hier hin. Dann haben wir wieder Schießpulver, also Munition. Ja, die Kanone zünden, ja, hier. So. Müssen wir mal schauen. Hier ein Stempel. Wachsstempel. Ja, da brauchen wir erstmal Wachs. Wo ist denn hier so ein rotes Wachsding? Liebesbrief. Okay. Die Kugel kann ich komischerweise nicht nehmen, obwohl es eine Kanonenkugel ist. Und so brauche ich das hier. Ach, das ist ein Austernöffner. Okay, verstehe. Okay. Jetzt Schlüssel müssen wir noch freilegen irgendwie. Der ist wahrscheinlich... Der ist hier drin. Man sieht das ja hier. Feuer! Feuer! Spiegel. Feuer! Wie vom Schlag. Feuer! Porträt, weg mit dem Ekel. Feuer! Brief. Feuer. Dann eine Schlange, die ist hier. Feuer. Eine Krähe. Feuer. Eine Perle, die ist hier. Feuer. Den Schlüssel kann man leider immer noch nicht nehmen. Flügel. Hier. Feuer. Lavendel. Feuer. Die Karte. Feuer. Schlüssel. Schlüssel für irgendetwas. Okay. Ja, und Nanny ist komischerweise verschwunden. Hä? Ach ja, das Porträt. Ordne die Porträts richtig an. Tippe. Tipp, beachte die Formen. Ach, was Sachen.
Eieieiei. Kann ich die auch so austauschen? Ich meine, das könnte ja stimmen. Ich orientiere mich auch an der Farbe. Das könnte eher hier sein. Nee, ist er nicht. Von der Form ist er das nicht. Das könnte schon eher stimmen. Okay, gut. Dauert halt ein bisschen, muss man jetzt halt mit mir ein bisschen Geduld haben. So, also auch die Ränder mal anschauen. Okay, nicht alle Ränder sind grün. Das könnte schon stimmen hier bei ihm, aber das hier noch nicht. Okay. Nee, das könnte nicht stimmen. Nee, ist auch nicht richtig. Das könnte hier oben ich sein. Auch nicht. Alter, ist das schwierig. Moment, ich wandere mal mit ihr hier hin. Ja, das könnte schon eher stimmen. Das ist schon richtig, da muss ich halt mit aufpassen. Aber wer könnte hier reinpassen? Ich muss mir immer die Form hier anschauen. Schwierig, schwierig, schwierig. Also auf jeden Fall ist was größeres Bild, das ist klar. Das kann jetzt aber nicht er sein oder sie hier. Doch, von der Form her wird's passen. Okay. Das könnte sie sein. Ja, yep, ist sie. Gut. Muss ich nicht mehr so viel austauschen. Das hier könnte er hier sein. Ja. Das könnte sie sein. Das hat mir schon was verraten da unten. Du kommst bestimmt hier hin. Ja. Definitiv. Genauso Friends, wenn das könnte jetzt er sein. Nee. Hat er noch so Friends oben drauf? Es könnte auch die hier sein. Nee. Wer denn so Franzin auf oben drauf? Sie. Eindeutig sie, ja. Nee, das war das irgendwas mit. Ja, alle haben so ein Banner. Also, das ist so. Das könnte Isa sein sogar. Yep, ist Isa.
Da ist so eine Spitze dabei. Das könnte jetzt sie sein. Ja, das ist sie. Das könnte ich sein. Ja, das ist sie auch. Okay. Das kann auch schon mal stimmen. Nee. Das ist auf jeden Fall nicht. Das ist sie auf jeden Fall. Irgendwo habe ich noch einen Fehler jetzt gemacht. Ach so. Klar. So, dann haben wir das geschafft, Freunde. Gott sei Dank. Schädelschlüssel. Okay, jetzt nur die Frage, wo muss ich hin? Annie kümmert sich gut um ihn. Ja, da kommen wir nicht weiter. Wo müssen wir jetzt weiter? Im Zimmer? Da draußen? Nee. Ja, da komme ich da wieder raus. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wo wir weiter müssen. Schock, schwere Not. Ja, bin ich blöd? Ja, wahrscheinlich. Ich muss einen Tipp nehmen, Freunde. Hier? Oh, ich bin hohl. Ja, ich bin echt hohl. You won't escape me. Er meint, ich habe Angst vor dir oder was? Oh, süß. Neuntens, finde deine Eltern und rette sie. Ihr müsst doch eigentlich schon längst aufgefallen sein, dass wir immer weiter vorankommen. Werter Herr, angeblich Stiefvater. Okay, nochmal Scan-Modus hier. Wo ist denn die letzte Blume? Okay, die Mitte war, habe ich jetzt, den Rand habe ich jetzt abgesucht.
So, was sagst du nun, Opi? Opi, wann gehen Opi? Muss ich Spinnenweben entfernen? Okay, Staubwedel oder sowas. Oh, puh. Ich weiß, was meine Katze gerne haben würden. Ja. Ja, ich kann jetzt gerade hier nichts machen. Ich muss wahrscheinlich die Katze hier füttern irgendwie. Bären. Man muss ja auch mal was essen, oder? Du hier? Abgerissener Muffin. Das will kein Muffin. Ey, das ist doch was Leckeres. Korkenzieher. Okay. Da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen. Warte mal, ich habe doch einen Fisch dabei. Hier für dich. Okay, ich sehe unten. Ich habe gerade unten die Gegenstände erst gesehen. Auge ist wahrscheinlich das hier. Interessant, interessant, interessant. Nicht cool. Also ist aufregender und interessanter, finde ich. Ein Kristall fehlt, wahrscheinlich der hier. Jetzt nur die Frage, wo... Ah, hier fehlt auch noch was. Wo... Ah, da unten liegt er. Drachenkopf, okay. Ich muss das Feuer löschen. Ich krieg ein Blatt, okay. Ich nehme auch kein Blatt vom Mund. Und jetzt? Es ist so dreist, dass du nicht akzeptieren kannst, dass ich nicht deine Tochter bin. Ja, das ist schon sehr armselig für einen König. Ich kann es verstehen, dass es schmerzhaft ist, aber ja. Okay, das ist verrostet. Aber ich habe jetzt kein Anti-Rostmittel dabei, oder? Doch, habe ich noch. Rostentferner. So, und dann kommen die Blätter hier hin. Wähle die Blätter in die richtige Reihenfolge aus, um die Tür zu öffnen. Sesam, öffne dich. So, ich schaue mir mal ganz kurz hier um, ob ich noch irgendetwas machen soll. Wahrscheinlich kann ich nur den Text hier lesen. Ja, gehen wir mal weiter. Du machst mir keine Angst. Warte, ist das Kurt einer der Mutter, ein Fenster hinterlassen hat? Ich muss sie freilegen. Mit was denn? Mit Wasser? Schutzschild. Okay, hier kann ich nichts machen gerade aktuell. Was kann ich jetzt sonst hier machen? Schlossemblem. Schutzschild, kann ich das nutzen? Nee, okay, das ist wahrscheinlich zu groß. Das ist meine Katze. Ja, und da muss man irgendwas schrauben. Irgendwas dahinter versteckt. Ja, ist klar. Ist logisch. Ah, da kann uns Luffy ja wieder helfen. Und hier brauchen wir irgend so ein Phönix-Emblem.
Aber wir können hier eine Giraffe reparieren. Wo ist der rote Garn? Ja, hier. Aber schon mal eine. Da ist immer noch der Giraffenkopf oben, obwohl er gar nicht mehr oben ist. Okay, schauen wir mal. Was erwartet uns hier? Der lauert auf uns auf jeden Fall. Okay, hier gehört ein königliches Symbol hin. Ja, Zepter und Reichsapfel. Ja, fehlt bloß die Schraube. Und beides haben wir noch nicht. Kann sein, dass hier eine Giraffe reinkört. Nee, hier gehört bestimmt ein Elefant oder eine Maus hin. Mal wieder eine Goldmünze. Hier gehört ein Tier hin. Ich weiß nicht, das, was wir dabei haben. Hier fehlen einige Buntglasscherben, die wir noch nicht. Ja, eine besitzen wir, aber hey. Aber sonst ist hier nichts mehr, oder? Ich warte, ich weiß jetzt schon, dass das ein Buntglas-Wimmelbild wird. Alter, wie viele Gegenstände sind hier denn bitte schon an einem Platz, ey? Warte mal, wir hatten doch hier irgendwo noch einen Kopf. Nee, das kann da nicht hinpassen. Uff, so viel zum Entdecken, ey. Und so wenig Zeit, wir haben schon wieder. Ja. Ja, ist hier so hoch zu ihm. Ja, das haben wir jetzt auch nichts dabei. Trotzdem ist die Folge jetzt wieder vorbei. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal bei Spirits of Mystery 6. Das Familiengeheimnis, das keins mehr ist. Tschüss.